So, guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Ein bisschen verspätet, aber ja, ich gebe mal wieder ein Lebenszeichen von uns. Eigentlich hatte ich das ein oder andere geplant, was ich euch zeigen wollte. Aber bei uns hat sich in den letzten Wochen so viel verändert oder ergeben, dass ich einfach keine, klingt so blöd, aber einfach keine Zeit hatte. Und ich kann euch jetzt mein Gesicht gerade nicht zeigen, weil ich sehe so übel aus. Also das ganze Jahr fing damit an, dass Sinas und meine Wege sich getrennt haben. Das hat einfach vom Arbeitspensum her hat es leider nicht funktioniert. Ist halt so passiert, aber ist auch völlig in Ordnung. Und dann hatten wir Corona-Fälle in der Kita, sprich die Kita wurde einfach geschlossen. Und ich habe gerade einen ziemlich krassen neuen Job, also einen sehr großen Auftrag. Und das dann in Kombination mit, oh, und du bist jetzt übrigens wieder Vollzeitmama, weil auch bei meinem Mann beruflich das Pensum ein bisschen angezogen hat zum Jahreswechsel aus verschiedenen Gründen, war dann einfach plötzlich so von einem Tag auf den anderen so, bam, so keine Unterstützung mehr im Stall, plus dann eben Kind die ganze Zeit da, plus nicht wirklich Unterstützung von meinem Mann in der ersten Zeit. Das ist doch klar, natürlich, er hat unterstützt, wo er kann, aber ich habe natürlich auch viel ihm dann den Rücken freigehalten. Er mir natürlich auch, wenn es wichtig war, aber so, ich habe dann schon mehr gemacht in dem Moment. Das war schon ordentlich und jetzt wurde ich vor ein paar Tagen geboostert und mir geht's gar nicht gut. Also wirklich, mir geht's absolut nicht gut. Also es klingt total bescheuert, aber mir fällt's jetzt gerade schwer, hier zu stehen und zu sprechen tatsächlich. Nee, hör auf, nicht das machen. Ich habe gerade die Pferde versorgt. Gestern war mein Mann tatsächlich mit im Stall, hat die Pferde mit mir versorgt, weil ich komplett ausgenockt war. Der hat das dann netterweise gemacht und hat ja mit Pferden wirklich nichts am Hut, aber hat mir da echt unter die Arme gegriffen, hat gefüttert und hat Wasser aufgefüllt bei den Bottichen, wo es nötig ist, und hat die Mistkarre geschoben, weil ich da wirklich absolut nicht in der Lage zu war. Und also ich muss sagen, gerade für jemanden wie mich, der sein Leben in einem sehr schnellen Tempo lebt, ist das eine Katastrophe, wie es mir gerade geht. Ich bin wirklich unbrauchbar. Also jetzt hier, wie gesagt, zu stehen, ist für mich mega, mega, mega anstrengend, und zu sprechen. Ich habe jetzt die Pferde gerade rausgebracht, aber auch eher in Slow Motion als in irgendwas anderem, weil ich kein reguläres Tempo drauf kriege. Und das Misten war gerade höchst anstrengend. Oh, Entschuldigung. Das Misten war höchst anstrengend, aber ja, so ist es halt. Es wird auch wieder besser werden. Gestern tatsächlich kurzzeitig ein bisschen Angst gehabt, weil ich so einen Druck auf der Brust hatte, beim tiefen Einatmen Schmerzen hatte und sei nicht so zickig, beim tiefen Einatmen Schmerzen hatte und auch immer mal wieder ein bisschen Herzrasen hatte, sobald ich aufgestanden bin oder so. Mein Kreislauf war auch komplett im Keller. Und heute merke ich halt, auch der Weg vorhin zum Auto war schon anstrengend. War schon sehr anstrengend. Das heißt, ich mache gerade alles ein bisschen leicht, langsamer, entspannter. Gebe mir Mühe, mich nicht zu überanstrengen. Aber ist halt so, ne? Also, man findet auch dafür eine Lösung. Auf jeden Fall habe ich jetzt entschieden, ich wurde mit Moderna geimpft und da gibt es ja die eine oder andere Studie zu mit den Herzmuskelentzündungen. Ich bin da jetzt kein Hypochonder, der sagt, oh Gott, ich habe das jetzt. Aber mir ist bewusst, dass es im Rahmen des Machbaren wäre. Ich bin kein Mediziner, also will ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und deswegen, ja, ich bin da jetzt erstmal, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig. Also die Pferde laufen eigentlich alle gerade richtig gut. Ich habe mit Caspi angefangen, mich in den Bügel zu stellen mit Gewicht. Das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis ich das erste Mal mich raufsetze und schon mal sitze. Das mache ich gerade alles so. Das heißt, es wäre wirklich schade, wenn jetzt gerade wieder so ein Dämpfer reinkommt, weil eigentlich läuft alles richtig gut.
Aber ja, also ich habe halt keine Lust, jetzt nachher vielleicht irgendwie so, sag ich mal, auf der Kippe zu sein zwischen Herzmuskelentzündung und Nicht-Herzmuskelentzündung. Und dann, wenn man eine Herzmuskelentzündung hat, ist ja im schlimmsten Fall, dass man wirklich ein halbes Jahr gar keinen Sport mehr machen darf. Und da ist es für mich dann jetzt so, ich sage, okay, wenn ich merke, ich bin kurzatmig und mir geht es nicht so gut, dann schone ich meinen Körper jetzt so gut es geht. Die Pferde gehen jetzt gerade tatsächlich nur raus, weil auch der Weg hoch zur Maschine, der ist für mich einfach, bin ich ganz ehrlich, zu weit. Das schaffe ich nicht. Das heißt, die Pferde haben jetzt Paddock. Das Futter wird dementsprechend, das Kraftfutter wird ein bisschen runtergeschraubt. Sie gehen aufs Paddock. Und dann hoffe ich, dass ich schnell wieder auf dem Dampfer bin. Oh, genau, so viel dazu.